Und damit herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo zum Thema Livestreams. Ich hab's während meiner KI-Kämpfe ja schon mal öfters angesprochen, dass ich durchaus darüber nachdenke, mal mit Livestreams zu starten. Eigentlich mehr in ferner Zukunft ursprünglich. Jetzt kam vor kurzem die Ankündigung von D-Live, die das Ganze ein bisschen über den Haufen geworfen hat. Denn, das Thema Livestreams ist an sich ein bisschen kompliziert. Ich glaube, ich muss ein bisschen ausholen. Vielleicht wird es doch nicht so ein kurzes Infovideo, aber ich versuche mich kurz zu fassen. Also, Livestreams erstmal grundsätzlich von der Sache her, wie die ganzen Dinge aufgebaut sind. Und zwar die Tatsache, dass es während einem Livestream ja ziemlich schwer ist, irgendwelche Störungen rauszuschneiden. Und da ich derzeit in einem ziemlich heiklen Umfeld lebe, wo immer irgendwas passiert oder immer irgendjemand nervt, viele Leute, die meine Videos gucken, wissen, wie viel ich oftmals reinschneide und Unterbrechungen habe, kann es manchmal suboptimal sein, aber ich denke mal, das lässt sich schon irgendwie arrangieren, dass ich die eine oder andere Stunde finde, wo ich wirklich garantiert meine Ruhe habe. Und ja, das war immer so eine Sache, die mich ein bisschen abgehalten hat. Und die nächste Sache ist einfach die Streaming-Plattform. Viele haben mittlerweile mitbekommen, dass ich kein allzu großer Freund von Twitch bin. Das hat sehr, sehr viele Gründe im Allgemeinen. Vielleicht gehe ich irgendwann später genauer drauf rein. Kurzform, mir gefallen die Politiken von Twitch als Streaming-Plattform nicht. Unter anderem, wie sie die Partnerschaften machen, wie sie sie entziehen, manchmal einfach willkürlich und ohne große Begründungen oder ohne wirklich einen sinnigen Leitfaden, wie sie Leute bannen und oder irgendwie sperren, wie sie stellenweise, wie die meisten anderen Plattformen auch, einfach Werbetreibenden in den Hintern kriechen und da dementsprechend die Creator hinten ranstellen. Also, Streaming-Plattform an sich war ein bisschen schwierig. Die einzige Alternative, die ich im Kopf hatte, war das YouTube-Streaming. Und jetzt kam vor kurzem, auch von PewDiePie beworben, da kam ich drauf, die Alternative D-Live. Was ist D-Live? Ganz ehrlich, zu 100% gecheckt habe ich das selbst noch nicht, denn das Ganze basiert auf der Blockchain. Und, ja, sagen wir es mal so, Blockchain weiß ich im Grunde, was es ist, aber das richtig komplett hundertprozentig zu checken ist ein bisschen schwierig. Also das gesamte Grundgerüst, worauf es basiert und genau, ganz genau exakt, wie es aufgebaut ist. Aber grundsätzlich, um es zu erklären, wie D-Live funktioniert. Und da sind viele Sachen dabei, die ich unglaublich interessant finde und die ich auch sehr, sehr begrüße. Gibt es eigentlich auch eine deutsche? Ah, Englisch und Türkisch, alles klar. Englisch reicht für mich, ich versuche es euch einfach mal grundsätzlich so rüberzubringen. Also, was würde man als das Wichtigste beschreiben? Also ich gehe einfach mal grundsätzlich die Punkte durch. Was das Wichtigste ist, kann jeder für sich selbst beurteilen. Grundsätzlich eine Sache schon mal bei D-Live, die ich als unglaublich interessant betrachte. D-Live macht keine Werbung auf der Seite. Das heißt, beim Schauen vom Stream, egal ob ihr jetzt einen Adblock habt oder nicht, ihr werdet dort keine Werbung sehen. Und das hat mehrere Vorteile. Zum einen die Tatsache, ja klar, ihr werdet nicht unterbrochen zwischendrin. Und das ist mir persönlich auch wichtig. Viele Leute, die meinen Kanal verfolgen, wissen ja, wie wichtig es bei mir ist, meinen Content nicht durchzumonetarisieren wie sonst was. Bei mir gibt es höchstens am Anfang des Videos und allerhöchstens ganz selten mal am Ende des Videos eine Werbung, aber nichts zwischendrin, weil ich es irgendwie nicht mag, wenn man mittendrin aus dem Geschehen rausgerissen wird. Deswegen haue ich im Grunde immer keine Werbung rein, sagen wir es mal so. Also ich versuche Werbung so minimal wie möglich zu halten und bei einem Livestream würde es mir auch ziemlich auf den Sack gehen, wenn dann einfach mal zwischendurch Werbeunterbrechungen oder sowas wären. Dementsprechend, wie oft sage ich eigentlich dementsprechend? Na egal. Was mir sehr, sehr wichtig ist, ist wie gesagt diese Werbefreiheit und das kommt mit einem ganz weiteren großen Vorteil einher, den ich auch bei Twitch schon angekündigt habe, dass man nicht irgendwelche riesig großen Werbepartner hat, die mit der Seite kooperieren, die Druck ausüben, indem sie dann die ganze Werbung wegziehen, nur weil ihnen irgendwas bei irgendwelchen Creatoren nicht gefällt. Man sieht das viel zu häufig auf YouTube und auf Twitch, dass gerade bei YouTube, der neueste YouTube Rewind, ist ja ein sehr, sehr gutes Musterbeispiel, wie die Konzerne einfach, beziehungsweise die Plattformen, den Werbetreibenden in den Hintern kriechen. Und sowas fehlt dann hier quasi, zum Glück, dass diese Werbetreibenden zu viel Macht ausüben und den Creatoren quasi jeglichen Spielraum nehmen. Nächste Sache ist die, was die Sache mit Artikel 13 angeht, ich bin mir unsicher. Blockchain hört sich an sich erstmal sicherer an und wenn man weiß, wie sie aufgebaut ist. Wie sicher das jetzt vor Artikel 13 ist, ist eine gute Frage. Einer der Gründe, warum ich Twitch neben den ganzen Politiken, auf denen das aufgebaut ist, und den Uneinsichtigkeiten oftmals,
ein weiteres Problem, was ich mit Twitch habe, die haben ja, Twitch selbst hat ja offiziell schon angekündigt, dass sie sehr wohl überlegen, jetzt mit Artikel 13 einfach bei Creators aus Europa den Stöpsel zu ziehen und einfach zu sagen Tschüss. Und ja, ich glaube, es wäre ziemlich uncool, sich jetzt was aufzubauen auf Twitch, nur damit es wieder weg ist. YouTube soll angeblich, wie ich gehört habe, relativ sicher sein. Twitch ist die Geschichte wiederum anders. Die haben da, glaube ich, gar keinen Bock auf eine Konfrontation oder auf irgendwas und die wollen gleich komplett umgehen alles. YouTube, wie ich mitbekommen habe, wollen schon irgendwie schaffen, sich zu einigen mit dem ganzen neuen Gesetz. DLive, ich weiß nicht, wie es ausschaut, aber da jetzt gerade sehr viele Streamer dorthin gehen und es erst aktiv bewerben, wie gesagt, ich kann jetzt keine Sicherheit abgeben für andere Streamer, die hier zugucken oder sowas. Nach allem, wie ich weiß, soll es auf jeden Fall sicherer als Twitch sein, was das angeht. Aber da kann ich jetzt meine Hand nicht aufs Feuer legen. Ich würde es mir auf jeden Fall mal angucken. Eine weitere Sache bei DLive, die natürlich für die Creator interessant ist, ist, die meisten Plattformen behalten sich unglaublich viel vom Geld ein, was dort reinfließt. Sei es nur von den Werbeeinnahmen, die jetzt bei DLive nicht stattfinden, oder aber von den Spenden, die auch stattfinden oder so. Meistens um die 50%. Twitch nimmt sich 50%, wie ich weiß, bei YouTube, gerade mit den Ad-Einnahmen und solche Sachen, ist das auch in einem ähnlichen Bereich, wenn nicht sogar noch mehr. DLive hingegen nimmt sich gar nichts. Wie sie sich finanzieren, das ist wie gesagt Blockchain und ich weiß nicht, ob da irgendwelche Kryptowährungen noch im Spiel sind. Ich bin mir da nicht ganz, ganz sicher. Wie gesagt, das ist ein relativ komplexes Thema, wenn man da richtig tief reingraben will. Und ich glaube, da wird man nur als Programmierer so richtig den Einblick dahinter haben. Wenn mir jemand genaue Aufklärung geben kann, wäre das natürlich auch ganz cool. Aber grundsätzlich, wie ist das Ganze gestaltet? An sich haben wir die Tatsache, wenn jemand spendet, jetzt, keine Ahnung, wenn jemand beispielsweise mir jetzt bei einem Stream oder irgendeinem anderen Streamer 10 Euro reinspendet, dann geht davon nichts an den Betreiber an sich, sondern 90,1, also sagen wir einfach mal 90%, also 9 Euro davon gehen an den Streamer an sich und 9,9%, also knapp 10, also 1 Euro davon von diesen 10, gehen quasi an die Community zurück. Und das ist ein sehr, sehr interessanter Ansatz. Nicht nur der Streamer verdient, sondern auch die Zuschauer. Denn bei DLive ist es tatsächlich so, dass man als Zuschauer an sich durch Interagieren, durch Zuschauen, einfach nur durch Star-Sein und auf der Seite sein quasi, ebenfalls Punkte generiert. Und zwar die sogenannten, wie hießen die nochmal? Lino-Points. Sowohl als Streamer bekommt man die, als auch als Zuschauer. Und mit diesen Lino-Points, die kann man dann quasi in den Wechselkurs in Dollar umrechnen. Und ja, es ist ein System, es ist ein bisschen grundsätzlich erklärt. Wie gesagt, so die grundsätzliche Erklärung habe ich mir durchgelesen und es hört sich an sich sehr, sehr gut an. Wie es von Grund auf unter dem Motor komplett exakt aufgebaut ist, weiß ich wie gesagt nicht. Dazu muss man sich wirklich richtig intensiv mit Blockchains beschäftigen, wo ich nun grundsätzlich einen Überblick habe und ich weiß es nicht exakt, wie das funktioniert. Deshalb, nach allem, was ich bisher liest und was ich gehört habe und wie auch PewDiePie es beworben hat, hört sich das erstmal wunderbar an. Im Sinne von, hey, keine Werbentreibenden, die Finger drin haben, keine Abgaben, die man an die Seite geben muss, die ziemlich horrend sind, keine, keine Werbeunterbrechungen, gerade durch das Fehlen der Werbetreibenden, die Finger mit drin haben. Und natürlich auch die Tatsache, dass sogar die Zuschauenden, die Community, ebenfalls was zurückbekommt, wenn da etwas stattfindet. Ich weiß nicht genau, wie gesagt, die Sache, wie das alles noch ist, ob sich die Seite irgendwie anders noch finanziert oder wie sie sich finanziert, wie das Ganze gehandhabt ist, ob es irgendwelche anderen Einnahmequellen außerhalb der normalen Spenden gibt, wenn die Leute welche machen und die Sachen zurückgehen in den Pool, das ist halt noch relativ unklar, für mich zumindest. Das habe ich niemals so richtig rauslesen können bei allem, was so gesagt wurde. Aber ich nehme mal an, dass das ein ziemlich sicheres System sein muss. Denn anscheinend funktioniert das aktuell schon ziemlich gut. Und wenn die gerade noch so jemanden wie PewDiePie an Bord bekommen, okay, bei PewDiePie ist die Sache die, da ist gerade wieder die Sache mit den Werbetreibenden so, dass die den ja verschmähen, weil ja einige Kontroversen um ihn sind. Größtenteils natürlich unberechtigte Kontroversen, da wird viel mehr hinterhergesagt, als eigentlich ist. Aber ja, viele Werbetreibenden haben natürlich Angst davor vor irgendwelchen kontroversen Themen und haben ihn dann quasi mehr oder minder ausgeschlossen von den meisten Plattformen. Durchaus verständlich, dass er sich dann gerade noch als größter YouTuber dann von so einer Plattform sehr angezogen fühlt, beziehungsweise andersrum, so eine Plattform auch erst auch wunderbar findet, wenn so jemand Großes zu ihnen kommt.
Es wird sich zeigen, wie es sich entwickelt. Ich würde der Plattform auf jeden Fall meine Chance geben. Ich werde da auf jeden Fall anfangen zu livestreamen. Ich werde es dann doch mal so machen. Wahrscheinlich sogar schon morgen den KI-Kampf. Wir haben jetzt den Donnerstag, den 11. April. Morgen am 12. wird es die KI-Kampfaufnahme geben. Ich nehme die KI-Kämpfe immer am Freitag auf, um sie am Wochenende zu bringen. Das heißt, morgen Abend wird es einen Livestream höchstwahrscheinlich geben. Wie kriegt ihr dazu Bescheid? Also, wie wisst ihr, wann es jetzt einen Livestream gibt? Ich werde jetzt, denke ich mal, nicht irgendwelche Videos machen. Es gibt ja manche, die gehen her und laden einfach so ein paar Sekunden Video hoch mit einer Ankündigung. Wenn es jetzt um die Benachrichtigung geht, ich werde einfach die Beiträge nutzen. Man kann als YouTuber ja Beiträge erstellen, die erscheinen dann hier bei Community und alle Abonnenten werden dann für normal benachrichtigt, wenn ich jetzt eine Nachricht schreibe. Ich habe jetzt zum Beispiel schon über DLive Bescheid gegeben, dass ich mir das mal angucke und dass ich mir was eingerichtet habe. Ich habe auch schon so einen kleinen Teststream gemacht, um zu gucken, wie das mit Stronghold funktioniert und mit den Auflösungen. War ein bisschen Gefriemel, aber ich habe Sinn bekommen. Das sollte jetzt alles soweit funktionieren. Und wenn ich einen Stream mache und wenn da so ansteht, werde ich hier über die Posts Bescheid geben. Solltet ihr jetzt nicht immer Benachrichtigungen bekommen, trotz jetzt Abo und selbst wenn ihr die Glocke aktiviert habt oder so, dann schaut einfach hier bei meinem Kanal in Community Tab. Dort werdet ihr wahrscheinlich genauer Bescheid wissen. Das heißt wahrscheinlich, wenn ihr da wirklich drauf geht, dann werdet ihr genauer Bescheid wissen, ob jetzt was ansteht oder nicht. So eine Stunde oder so oder zwei Stunden vorher werde ich, denke ich mal, immer so eine Ankündigung machen, dass dann jetzt ein Stream mal ansteht. Es ist sehr gut möglich, will ich mal sagen, dass es vielleicht heute sogar einen kleinen Teststream gibt, so mit einem kleinen Testkampf oder sonst irgendwas. Ihr könnt ja dann mal Vorschläge reingeben, was ihr sehen wollt. Jetzt nicht unbedingt hier im Video, sondern wenn ich den Stream starte. Ja, das wäre soweit gewesen. Ist denn sonst noch irgendwas außer der Tatsache, ich habe übrigens jetzt eine Verlinkung noch mit hier reingehauen bei meinem Kanal. Eine Verlinkung zu meinem Discord gibt es jetzt auch, die habe ich auch mal wieder reingesetzt. Aber die ganze Sache mit dem Discord und dem ganzen Projekt mit den Karten, darauf gehe ich noch genauer ein, wenn es soweit ist. Das dauert noch ein paar Monate. Ja, das wäre es soweit gewesen. Was jetzt die Live genau angeht, wie es funktioniert, was diese Punkte sind, wie das jetzt mit den Subscriptions dort ist, das muss ich alles noch herausfinden. Also ich habe bis jetzt nur an der Oberfläche gekratzt, um mich zu informieren. Ich würde mal sagen, da tauchen wir einfach mal gemeinsam rein. Ich schaue es mir genauer an, ihr schaut es euch genauer an. Selbst wenn das System relativ neu ist und es sehr gut möglich sein kann, dass es eine dieser Plattformen ist, die jetzt mal kurz aufblüht und dann im Nichts verschwindet, vertraue ich der Plattform trotzdem mehr als Twitch. Also da spricht nicht mal so viel für DLive, sondern spricht viel mehr gegen die Konkurrenz, die besteht aktuell. Ja, ich denke mal, das wäre es soweit gewesen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich würde euch alle herzlich begrüßen bei dem Stream. Mal gucken, was draus wird. Wenn es jetzt nichts draus wird, dann habe ich es wenigstens versucht. Dann versuche ich es vielleicht doch mit den YouTube-Streams hin oder her. An sich, hätte es jetzt die Live nicht gegeben und hätte sich das nicht so interessant für mich angehört, weil mir ist bewusst, dass es durchaus fehlen kann. Ich finde es ein interessantes Konzept und ich finde es vor allem einen interessanten Versuch, kann man schon fast nennen. Auch wenn es fehlt, will ich es mal mit ausprobiert haben. Sagen wir es mal so. Mir ist durchaus bewusst, dass es vielleicht nichts wird, aber ich finde es immer noch besser, als jetzt auf Twitch anzufangen und das ganze Ding geht den Bach runter. Von daher, vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns vielleicht bei Streams, wir sehen uns bei Videos, was auch immer ihr euch angucken wollt. Alles klar, vielen Dank fürs Zusehen und bis zu den Streams oder Videos. Bis dahin, bye bye.